Hallo zu diesem neuen Video. Von DJI gibt es wieder mal einen neuen Gimbal, und zwar den Osmo Mobile 3. Und ich möchte euch kurz mal eben die zwei wesentlichen Vorteile dieses Gimbals erklären und euch eben sagen, warum ihr genau diesen Gimbal kaufen solltet, wenn ihr euch so ein bisschen fürs professionelle Filmemachen mit dem Smartphone interessiert. Thema Nummer 1 ist natürlich die kompakte Bauweise dieses Gimbals. Man kann ihn wunderbar verstauen und mit einem Knick kann ich ihn einfach losknappen und schon ist er einsatzbereit. Aber das wirklich Coole ist, dass man diesen Gimbal erstmals völlig ohne Gegengewichte mit externen Aufsatzobjektiven benutzen kann. Zum Beispiel unsere Wolfilms Smartphone-Linse. Das funktioniert sogar bis zu einem großen Smartphone, zum Beispiel das iPhone XS Max. Um mit diesem Gimbal und unseren Wolfilms-Linsen zu arbeiten, reicht es einfach, wenn ihr ein entsprechendes Lenscase euch besorgt. Da gibt es für jedes passende aktuelle Smartphone ein entsprechendes Lenscase. Und dieses Lenscase könnt ihr ganz einfach an das Smartphone klippen und daran dann eure Linsen befestigen. Bei herkömmlichen Gimbals müsstet ihr bis jetzt noch mit externen Gegengewichten arbeiten, um das Gewicht der schweren Aufsatzlinse dann auszubalancieren. Doch die Motoren dieses neuen Gimbals sind so stark, dass ihr auf diese Gewichte verzichten könnt. Insofern perfekt, ihr braucht also wirklich nur noch ein Smartphone, ein Lenscase und ein entsprechendes Aufsatzobjektiv. Egal, ob jetzt die anamorphe Linse von Wolfilms ist oder das Weitwinkelobjektiv, alles wird mühelos gehalten. Und wie gesagt, selbst auch große Smartphones wie zum Beispiel das iPhone XS Max werden problemlos in diesem Gimbal gehalten. Insofern finde ich, das ist das coolste Feature, was dieser neue Gimbal zu bieten hat, weil bisher musste man echt immer auf teure Gimbals zurückgreifen oder eben auf Gegengewichte, um mit den Wolfilms-Objektiven zu filmen, und das hat sich jetzt hiermit erledigt. Also insofern ein guter Tipp für alle Filmemacher. Euer Reisegepäck als Smartphone-Filmemacher wird damit jetzt noch leichter, denn ihr braucht wirklich nur noch diesen kleinen Gimbal, euer Smartphone, entsprechend in einem Wolfilms-Lenscase und Aufsatzobjektive. Das war's schon. Das Ganze vielleicht noch verstaut in einer schönen praktischen Transporttasche. Da wird es in Kürze was von uns geben. Wir haben da gerade eine spannende Kooperation am Start, dazu in Kürze mehr. Ja, und dann kann es schon losgehen. Auf in die Berge, auf an den Strand, auf in den Urlaub, egal wohin. Ihr seid auf jeden Fall überall startklar und habt nicht mehr die Ausrede, ich habe keinen Bock auf schweres Equipment, denn ihr braucht nicht mehr viel. Der empfohlene Verkaufspreis dieses Gimbal liegt bei 109 Euro, gibt es auf der DJI-Seite, natürlich auch bei uns bei Arktis. Ja, und die entsprechenden Aufsatzobjektive, wisst ihr, findet ihr bei uns. Ich sage schönen Dank fürs Zuschauen, für dieses kurze Video. Würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mir auch ein Like gibt. Und ja, wenn ihr den Kanal abonniert, dann werdet ihr auf jeden Fall informiert über coole neue Gadgets, den neuesten Stand der Technik und natürlich auch so das ein oder andere Spaßfilmchen. Ich sage danke fürs Zuschauen, bis bald. Ciao, euer Rainer. Bye.